Guten Abend nach Berlin, Diana Kinwart. Guten Abend, Herr Kleber. Was haben Sie so gedacht, als Sie Ihre Vorsitzende gestern Abend haben reden hören? Ich war zumindest irritiert über die Wortwahl, finde, dass sie nicht eindeutig juristisch Pressefreiheit und Meinungsfreiheit angegriffen hat und von der juristischen Regulierung gesprochen hat. Finde aber zumindest irritierend, dass in einer Wahlanalyse dieses Thema so prominent auftaucht, und hätte mir lieber demutsvolle Worte gewünscht in Richtung eigenem Versagen. Was wäre denn das Versagen, das Sie ihr nennen würden, wenn Sie sie gefragt hätte? Ich weiß natürlich, dass die CDU sich zufrieden stellt, mit den zwei Wahlzielen stärkste Kraft geworden zu sein und Bremen zurückerobert zu haben, und sehe aber ein Ausfransen der politischen Mitte. Beide Volksparteien haben enorm verloren, und gleichzeitig wird die Jugend gerade von der bürgerlich-liberalen Volkspartei gar nicht mehr angefasst. Man sieht ja in den Statistiken, dass erstmal ganz massiv die unter 30-Jährigen weder CDU noch SPD wählen, sondern überwiegend die Grünen. Aber das geht hoch bis zu den unter 60-Jährigen. Haben Sie ein Rezept dagegen? Ich habe natürlich nicht das eine Rezept. Ich kann mir verschiedene Versäumnisse denken. Ich glaube, man muss ein bisschen die Große Koalition in Schutz nehmen. Wir haben ein Wahlergebnis bekommen bei der Bundestagswahl, bei der wir versucht haben, eine Jamaika-Koalition zu gründen. Das hat nicht funktioniert. Dann mussten zwei Großkoalitionäre in Verantwortung treten und haben eine unangenehme Lösung gefunden, die sie aber verantwortungsbewusst zeigt. Und da geht das eigene Profil natürlich ein bisschen verloren. Und gleichzeitig werfe ich der Großen Koalition natürlich vor, dass die Zukunft ein bisschen abhanden gekommen ist. Nun haben Sie ja durchaus an wichtigen Stellen gearbeitet innerhalb der Union, mit dem Vorsatz, sie jünger, dynamischer, netzaffiner und so weiter zu machen, und erleben dann, dass jetzt die Reaktionen wieder so hilflos sind, dass zum Beispiel auch der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium so von oben herab Ihnen per Twitter rät, liebe Jugend, werdet doch endlich mal vernünftig wie wir. Offensichtlich dringt Ihre Botschaft nicht durch. Ich bin ein Mitglied von 500.000 Mitgliedern. Da versuche ich, mich mit meinen Themen und meinen Positionierungen in Richtung Mitte geltend zu machen. Ich glaube, dass wir gesellschaftsliberaler werden müssen. Ich glaube, dass wir innovativer werden müssen. Ich glaube, dass wir uns nicht mit Links-Rechts-Debatten ablenken sollen, einen überlebten Ideologiestreit inszenieren sollen, Leitkulturfragen stellen sollen, die von globalen Problemlösungen ablenken, sondern gerade die Jugend erwartet pragmatische, nüchterne, liberale Problemlösungen. Und das scheint nicht durchzukommen. Das sind ja erstmal alles Schlagworte. Liberale Problemlösung klingt zum Beispiel gut. Was wäre das mal in konkreten Ausdrücken? Naja, ich glaube, dass vor allem die Grünen profitieren von einer Verheißung, die sie im Prinzip in Regierungsverantwortung nie richtig durchsetzen mussten. Ich glaube, dass die realen Klimaeffekte von Plastikverboten in Großstädten oder im Dieselfahrverbot in Innenstädten relativ gering ist, und glaube, dass wirkliche Klimaschutzpolitik eben global funktioniert. Das hat etwas zu tun mit digitaler Infrastruktur und Kapitalbeschaffung für grüne Start-ups. Das hat etwas damit zu tun, wie Handelsabkommen klug ausdifferenziert sind, damit wir bei logistischen Wegen sparen. Und ich glaube, dass es auch extrem etwas mit einer klugen Außenpolitik zu tun hat und mit einer sehr effektiven Entwicklungshilfepolitik, weil da die großen Fresser von CO2 sitzen. Wenn man das Problem aber dann von Deutschland oder von der eigenen Umgebung hochschiebt auf die große Weltbühne, dann ist das auch immer eine Technik, um ein Problem und seine Lösung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Ich glaube, es ist das Gegenteil. Ich glaube, wir dürfen uns gerade eben nicht auf eine populistische Art und Weise einlassen, dass Deutschland mit nationalistischen Scheinlösungen, die eventuell sogar sozial unverträglich sind, wie bei einer ganz einfachen CO2-Steuer, wo gerade sozial schlecht gestellte Familien quasi irgendwie leiden, weil zum Beispiel Heiz- oder Benzinkosten teurer werden. Ich glaube, dass man diese Lösung enttarnen muss und schauen muss, wie kann man wirklich durch Innovationskraft, durch eine Zukunftslust im Start-up-Bereich, durch nachhaltiges Bauen, durch Mobilitätsstrategien, durch Green City Solutions, bei denen Städte nachhaltiger gebaut sind, wie kann man über solche Ebenen die Bevölkerung an Nachhaltigkeit heranführen und sie eigentlich einladen, statt moralisch ihnen etwas aufzuzwingen? Nun sind das alles wieder Forderungen und nicht wirklich Lösungen. Warum dringt die Union plus die SPD zurzeit bei jungen Leuten wie Ihnen nicht durch?
Naja, ich glaube, dass wir gewachsene Volksparteien haben, die sich eben lange Zeit auf diesem auf dieser Links-Rechts-Achse verortet haben. Und ich weiß es von mir selber, dass ich mich da gar nicht so richtig wiedererkennen kann und weiß es von vielen Leuten aus meiner Generation, dass sie nüchtern sind, dass sie gesellschaftsliberal sind, dass sie nach Sachlösungen suchen. Und da ist es denen egal, ob die FDP mit den Grünen an technologischen Innovationen arbeiten oder die CDU mit der SPD Weiterbildungspolitik macht. Sie wollen halt Ergebnisse sehen, die nach vorne gerichtet sind, die sich nicht nur um ein Lösen von etwas Defizitärem aus der Gegenwart kümmern, sondern wirklich präventiv Katastrophen in Zukunft verhindern und gleichzeitig auch mit einem Agenda-Setting nach vorne Zukunft eben möglich machen. Und wie optimistisch sind Sie aus Ihrer Perspektive, dass bis 2021, dem geplanten Wahltermin, die Union in dieser Hinsicht ganz anders dasteht als heute? Naja, der ganz generelle Trend geht eben in die Richtung, dass sich vor allem die junge Generation nicht in den Parteien engagiert. Und das finde ich ein großes Fiasko, weil ich immer noch daran glaube, dass Parteien das wichtigste Vehikel im Parlamentarismus sind. Und ich wünsche mir in erster Linie, dass die Parteien ihre Strukturen aufbrechen und junge Leute zur Mitarbeit einladen. Dadurch müssen sie kampagnenfähiger sein, sie müssen themenspezifischer sein, sie müssen digitaler sein. Und sie müssen eben jungen Leuten und Leuten aus Zielgruppen, die unterrepräsentiert sind bei ihnen, zulassen, dass sie einen Punkt setzen können, und zwar auf Sachebene, dass man sie nicht von oben herab beschwichtigt. Und dann, glaube ich, kann eine junge Generation auf Augenhöhe die eigene Lebenswirklichkeit, die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Interessen auch einsetzen. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank.